Das macht Multiplayer garantiert ein ganzes Stück mehr Spaß. Also es macht echt schon so viel Spaß, aber. Können wir jetzt endlich. Da ist ja noch einer. Ich meine, hey. Das war's? Uiuiuiui. Rudi. So, Pumpgunnet ist hier drin. Okay, ich hatte gehofft, hier drin passiert mal irgendwas. Ich sehe den Funkturm. Keine Spur von Sahidi. Sie halten ihn vermutlich in einem der Gebäude beim Turm fest. Den ganzen Rebellen nachzuschließen, die in deine Richtung kommen, wissen sie, dass wir hier sind. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht sofort. Ich bin mal hier. Ich habe mich hier einen Klassenpunkt. Auszeichnungsstufe, okay. Klasse, hier. Habe ich jetzt Punkt? Einen habe ich. Hätte ich doch auch schon freigeschaltet, dachte ich. Hol deine Armeekraft um 6%. Erhöht deine maximale Lebenspunkte um 10%. Finde ich schon mal sehr gut. Erhöht deinen Waffenschaden. Ja, Lebenskraft. Das habe ich schon. Ja, siehste. Erhöht deine Rüstung um 20%. Erhöht deine Lebensregeneration um 1% deiner maximalen Lebenspunkte. Okay. Ein bisschen mehr Tankiness. Fähigkeiten. Habe ich da was Neues freigeschaltet? Tatsache, habe ich sogar. Erschaffe eine Barriere, die alle gegnerischen Geschosse einfängt. Den Schaden ansammelt. 10 Sekunden nach Aktivierung der Fähigkeit wird der angesammelte Schaden auf die Gegner vor dir zurückgeworfen. Vor Nahkampfangriffen. Das ist eigentlich ganz geil. Was ich mich für 3 entscheiden muss, ist schrecklich. Mal gucken, wie das so läuft. Eine Gebäude, sagt sie. Wow, das nennt sich Gebäude. Chris ist ein Verwüster. Hallöchen, Tenno. Ja, ich bin ein Verwüster. Spielst du auch? Tenno, hast du auch so ein bisschen diese Mikro-Ruckler mittendrin? Oder liegt das jetzt verdammt an mir? Still hier. Ja, der Colonel, ne? Ich spiele ja den Colonel weiter aus der Demo. Ich hab's bis gerade gezockt. Ach nein, ich hab jetzt mal was gesagt, er hätte uns zusammenspielen können. Die Ruckler habe ich auch. Okay, dann liegt's nicht an mir. Das ist schon mal gut. Ich hatte Angst, dass es vielleicht auch daran liegt, dass ich streame oder so, aber. Das ist eine geile Fähigkeit. Die mochte ich schon bei Anthem sehr gerne. Ich glaube, dann tausche ich. Was spielst du denn, Tenno? Oh Gott, das geht ja weg. Oh Gott. Ich hätte gerne noch eine andere Zweitwaffe. Die Schnellschusswaffe ist ja schön gut, aber ich hätte gerne was, was ein bisschen genauer ist.
Plattform, geil, ja. Schön laut. Die Fähigkeit mag ich. Die mag ich auch. Schön vor Gegner porten. Ja, Tenno, Mann, dann müssen wir das nächste Mal zusammenspielen. Mach mal, Jungs. Sehr cool. Freue ich mich drauf. Weiß ich, wie ich spiele mit dem Guten. So, muss mal ganz kurz was nachgucken hier. Meine Fähigkeiten. Moment. Wie viel? Zurückgeworfen? Moment. Wird der angesammelte Schaden auf die Gegner zurückgeworfen? Ja, also 100% des Schadens. Es wird irgendwann doch etwas schwer. Ach stimmt, warte mal, wo kann ich das denn ausschalten? Belohnung abholen, Y. Eine Belohnung abgeholt. Wo schalte ich denn das aus? Wo habe ich jetzt Belohnung? Mein Gott! Nichts Besseres. Weltstufe war richtig. Schon mal und mittig. Höchst verfügbaren Rang automatisch einstellen. Oh, aus, ja. Aus, so. Ja, ja. Danke für den Hinweis. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ey, dieses Mikrohochler regt mich aber ein bisschen auf, ne? Ich hoffe, das patchen die. Sie hatten ja gestern wohl, habe ich gehört, ein paar. Zack! Probleme. Ganz ruhig. Kein Schritt mehr! Ich schwöre! Dem Server. Ich schwöre ihn ab! Zurück! Dieser Mann wird verbluten. Wer bist du? Shira Goodman wollte, dass ich dich finde. Vielleicht interessiert dich das hier. Eine Frequenz? Was zum. Woher hast du. Wo. Jane! Du bist verletzt. Ist nicht schlimm. Sag mir, dass der Koffer sicher ist. Die der Truck ist weg. Verdammte Scheiße. Halt, nein, nein, nein. Warte. Hör zu. Hey, hör zu. Vielleicht kann ich die Blutung stillen, wenn du mir sagst, wohin ihr meinen Truck gebracht habt. Ich werde dich retten. Wirklich? Ja. Anstatt überfloss. Okay, Doc, zur Seite. Warte, nein. Ich habe ihm mein Wort gegeben. Ich lass ihn nicht am Leben. Er weiß zu viel. Nein, er muss nicht sterben. Wir haben doch, was wir wollen. Jane! Nein! Oh Gott! Hilf ihr hoch, ich bringe euch zu meinem Truck. Nein! Du musst Docs Truck finden. Das ist wichtiger als ich. Sehr viel wichtiger. Da ist ein Koffer unter dem Öltank. Bring ihn her, ja? Keine Hatanzeige mehr, das stelle ich mir auch schlimm vor. Halt durch, Jane, halt durch. Ich mag die Cutscenes wirklich gerne. Mir, okay, die sind so gut gemacht. Bleib bei wie ein mir. Guter Film. Da hast du richtig Bock auf so einen Outriders-Film. Ja, an dieser Stelle noch einmal Appreciation an Blackie.
der Gute hat mir Outriders geschenkt heute, als kleine Ablenkung von meinen gerade Real-World-Problemen. Für die, die es nicht mitbekommen haben, meine Mom liegt gerade auf der ITS mit Covid. Ihr geht's mittlerweile wieder ein bisschen besser als vor 2 Tagen. Ich habe es vorgestern erfahren und da ging es ihr wirklich dreckig. Mittlerweile geht es ihr wohl schon ein bisschen besser. Sie liegt aber weiterhin auf der ITS. Und der gute Blackie, der hat mir heute Mittag das Spiel geschenkt, weil er wusste, dass ich Lust drauf habe, dass ich es gerne spielen möchte und ich aber das Geld momentan nicht habe. Also diesen Monat sieht es alle ein bisschen knapp aus mit dem Geld, deswegen konnte ich das nicht von mir aus kaufen, sonst hätte ich das auch gemacht. So. Die Seilbahn bringt dich in die Slums. Das ist der schnellste Weg zum Fluss. Der Truck sollte auf der anderen Seite sein. Jane, nein, halt durch! Aber gut zu wissen, dass diese Mikrohoben der ganze Scheiß nicht an mir liegt hier. Bäh. Und ich wundere mich, ich knabber hier nebenbei ein bisschen Gemüse mit selbstgemachtem Kräuterquark. Gut, das war spektakuläre. Was zum? Oh. Hey Jakob, ich glaube, ich habe ein paar dieser mutierten Hackfressen gefunden. Hier, das ist das wahre Gesicht des Planeten. Der Krieg ist nur Kinderkram. Wie schalte ich denn noch gleich auf die Pistolen um? Das ist völlig vergessen gerade. Wo hat er die Fahne her? Oh, Alter, das ist aber eine ordentliche Waffe. Holy shit, das ist doch nicht mal eine Waffe. Eine Waffel? Kugel gedrückt halten. Ah, vielen Dank. Feron, einen wunderschönen Nachmittag dir. Vielen Dank für die Hilfe. Automatische Schrotflinte. Oh. Oh. Moment, das ist aber falsch. Momento. Oh ja, was für ein Nahkampf und für ein Fernkampf. Also für ein Fernkampf. Dann ist es ein Fernkampf. Alter. Die Waffen werden nicht kleiner, das muss ich jetzt mal sagen. Ja, auch schön nochmal. Dankeschön. Okay. Okay, ihr habt doch einfach gesagt, dass ich nicht habe. Aber ich wollte ja nur vorbei. Wir hätten das echt einfach nett miteinander regeln können. Aber ihr wollt ja nicht. Alter, diese Mikrowurzler machen mich fertig. Aber dann kann ich dann eigentlich wieder das FOV ein bisschen hochschalten und Pausing anschalten. Okay, aber die. Muss schon sagen, Maschinengewehr ist schon geil. Verwüster! Ich verwüste euch! Ich eigentlich eine andere Fähigkeit. Cool wäre, wenn man Fähigkeiten Sets hätte, die man sich ein an- ausstellen kann. Oder die man wechseln kann. Fähigkeiten da. Da jetzt hätte ich ganz gerne eigentlich wieder. So.
recht, das Dual-Wheel durch die Gegend laufe. Aber okay. Nehmen wir das. I take that. Wow. Oh, ich liebe sie. Oh, this is my gun. Sie und ich, wir haben eine innige Liebesbeziehung miteinander. Wir kommen ständig miteinander zum Schuss. Entschuldigung. Ich weiß auch nicht, was ich... Wow, wo kommst du denn? Aber ein paar. Holy shit. Ja, jetzt denkst du, oh, super. Oh, schwacher Bügel. Obwohl, ist eigentlich ganz gut. Die kommen schön nah. Ich kann mich als Verwüster mega heilen an denen. Ja, ist schon ganz okay. So. Woo, level up. Nice. Level up schon. Max Leben. Atomkraft. Outrider! Hey, wir sind gleich beim Lager! Verstanden. Wie geht's, Jane? Mehr tot als lebendig. Ich tue, was ich kann, aber sie wird's schaffen. Sie muss. Ich mag den Doc. Irgendwie mag ich den. Nein, auch nicht. Ich würde es eigentlich ganz gerne mit dem Controller spielen, aber ich stelle mir das sehr schwierig vor, um ehrlich zu sein. Rüstung, ey. Ich bin immer teilweise mit der Level 5er Rüstung hin. Ich mag es am liebsten wirklich gegen so Monster zu kämpfen, finde ich irgendwie am coolsten. Also noch cooler als irgendwie gegen menschliche Gegner. Oh, das sieht aus, als wenn hier gleich irgendwas Großes kommt. Oder einfach nur viele. Oh, nee. Oben. Schießt auf mich. Es ist wie so ein schwerer Bolter bei Warhammer 40k, ey. Bam! Boah, ich liebe diese Waffe. Oh Gott, ich will keine andere Waffe mehr. Was ist das, der Demogorgon oder was?
passiert hier? Wisst ihr was? Fuck. Jetzt geht's, oder was? Das ist so geil. Ich feier diese Pumpgun so. Also für, vielleicht hat es ja noch mitbekommen, ich habe den Bot ausgeschaltet, also den Bot, der die ganze Zeit immer irgendwelche Commands postet. Das heißt aber hier, hey, wenn ihr Bock habt, auf Discord zu joinen, dann guckt doch mal rein. Würde mich sehr freuen. Sahidi, ich bin jetzt auf der Brücke. Wo ist denn der Truck? Da sind alte Werkstätten beim Stadttor. Sie werden ihn da abgestellt haben, um ihn vor der Anomalie zu schützen. Ist das gut, wenn ich Alarm höre? Frag mich mal von Freund. Was ich halt ganz schön finde, ist jetzt deswegen auch gegen Monster kämpfen. Ich liebe das alles gerade. Das ist ungenau so will ich das. Schießen Sie, los, schießen Sie. Bitte? Oh, endlich. Immer noch keine bessere Hose, Alter. Ja, Hose bei H&M bestellt, ne? Hose bei Wish bestellt, dann endest du halt so. Was ist das eigentlich? Bin ich ein Power Ranger oder sowas? Oh Gott, Fähigkeit. Wie lange brauchst du noch? Da hören. Selber schuld, wenn sie so Schaden machen.
Was? 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 Ihr wollt nicht schießen, sagt ihr? Schwierig. Im Raum verteilt! Oh, Leveler. Hallo? Stufe 9. Au! Feuer, Feuer ist scheiße. Aufspielen. Okay, okay, neue Fähigkeit. Neue Fähigkeit aufspielen. Ein bisschen dann schießen. Kann man ja mal nachgucken, ne? Was, was macht denn Aufspielen? Fähigkeit. Wähle ein Ziel, um es zu unterbrechen. Was? Eine Blutung, ein Blutungseffekt verursachen, um ihr 21 Schaden zuzufügen. Was? Stirbt das Ziel, wird es aufgespießt und alle Verbündeten in Reichweite 9 Sekunden lang werden ein Mächtig. Das ist eine komische Übersetzung. Werden einen mächtigen Bonus auf Rüstung und Lebensregeneration gewährt. Was? Ja, okay, aber ich verstehe es soweit. Hm. Ja, das ist eine Fähigkeit für Team. Ich spiele alleine. So, ich hätte gerne noch das Schild. Genau. So. Was kriege ich hier eigentlich? Nicht abgeholte Belohnung. Nice. Na, hier liegt noch was. Scheiße. Schuhe. Ganz wichtig. Schuhe. Immer noch nichts Besseres. Nichts Besseres. Immer noch keine bessere Hose. Aber bessere Schuhe. Sehr gut. Also ist die cleaner, rostig, leichte Maschinengewehr. Aber hier am besten ist die Mad V terrestrisch. Automatische Schrotflinte. Schrotpatronen war. Das ist. Lebensvorrat. Nachladen stellt 50 Leben. Lebenspunkte für jeden Gegner wieder her, den du im letzten Nachladen getötet hast. Ohne die Waffe zu wechseln. Oh. Alter, kann ich die aufwerten? Ich will die nie wieder loswerden. Das ist ja geil. Die macht hier vielleicht ein bisschen mehr Schaden, ja? Aber es ist mir egal. Oh, ich muss gucken, Crafting-System und so, ob ich das irgendwo aufwerten kann. Vergleichen, sortieren, Werte. Huch, hab ich getan, okay. Okay, Mad V, du und ich.